Guten Tag, hier ist der Busor und mir geht richtig der Stift. Ich habe richtig Angst, weil ich ja schon wirklich so ewig. Also, ich gebe euch einen Tipp: hört nicht so, setzt nicht so lange mit dem CW aus. Ich sitze echt davon, Scheiße, kann ich den jetzt machen? Also, folgende Sache: weil ich ja wirklich nur Ewigkeiten kein CW gemacht habe. Ich habe erstmal truppenmäßig so ausgebildet. Gucken wir mal kurz rein. Also, ich habe einiges an Schweinen mit bei. Ich habe dann extra nochmal. In der, ich gucke euch, zeige euch das mal kurz, da extra nochmal reingeguckt, wie sieht es mit der Heileraufstellung aus, wenn ich 5 Heiler nehme, wenn ich 6 Heiler nehme und so weiter und so fort. Da habe ich halt hier eben eindeutig nochmal gesehen, okay, 4 Heiler ist noch tolerant oder tolerierbar, wie auch immer, und habe mich jetzt wirklich komplett auf 4 runtergeschraubt. Habe noch ein Lucky so für das letzte bisschen Zeug mitgenommen. 12 Bogies sollte passen. 10 Mauerbrecher könnte man natürlich auch sagen, naja, aber wenn du mit Schweinen angreifst, ein bisschen doof. Ich hoffe halt nicht. Klar, logisch. Ich hoffe halt nicht. Und zwar habe ich ein Rage noch mit dabei und 3 Heals und ein Gift. So, ich würde gerne von dieser Seite hier aus rein. Und zumindest auf jeden Fall die Queen killen. Wenn möglich, natürlich gleich noch die CB, logisch. Und dann halt wirklich den Rage raushauen. 4 Heiler sollten ja eben auch schon eine Menge knacken können. Und die sollten mir hier luftabwehrtechnisch nicht zu schnell down gehen. Also das sollte eigentlich passen. Aber ihr wisst ja, hätte Fahrradkette. Riesenbomben muss ich natürlich jetzt gucken. Hier könnten sie sein, da könnten sie sein. Hier auch noch was. Also das ist schon ganz schön offen, aber ich gehe das Risiko ein. Ich sage jetzt angreifen. Ich habe das bei. Ich habe. Na, nee, ich hätte gern andere CB-Truppen. Das muss nicht so toll sein. Was hätte ich denn da gern? Ich guck mal noch mal rein. Was eigentlich vielleicht gar nicht so verkehrt wäre, wäre ein Golem. Ich hoffe, ihr sagt jetzt nicht, was ist denn das für ein Scheiß? Weil, guckt mal, wenn ich mit der Queen reingehe, die Queen kann sich am Anfang selbst verteidigen mit den Heilern, dass das passt alles. Wenn dann aber nach und nach die ganzen Skelette kommen, die ja meine Schweinereiter natürlich dann ordentlich eine reingeben könnten, dass die eventuell auf den Golem gehen. Aber wiederum, wenn ich weiß, dass ich den Golem reinpacke an der Stelle, dann wird definitiv. Doch, ich mache das. Ich will einen Golem haben. Ich probiere das mit dem Golem. Ich hoffe, dass die Heiler da nicht zu krass auf den Golem gehen, logischerweise. Und dann sollte es das hoffentlich gewesen sein. So, jetzt gucken wir mal. Wir nehmen die raus. So, der Golem ist da, den habe ich. Ich will das nochmal vor meinem inneren Auge irgendwie so ein bisschen Revue passieren lassen. Also ich würde wirklich sagen, von hier aus, dass ich halt die Queen krieg und eventuell der King auch noch so ein bisschen rankommt. Dass ich jetzt sage, hier, die wird da durchlaufen. Ich habe 10 Mauerbrecher bei. Ich hoffe, ich versemmel das Ding nicht. Und dann aber definitiv auch gleich den Golem hier mit reintun. Wegen CB und so weiter und so fort, dass ich. Kommt. Egal, egal. Es ist nur ein Spiel. Man muss sich das immer wieder vor Augen halten. Es ist nur ein Spiel. Also ganz, ganz wichtig. So, und die 4 Heilerchen. Ich guck mal, noch muss. Doch, doch, doch. Ich muss die echt ragen. Krass. Also beziehungsweise den normalen Rage halt verwenden. Ja, das lief schon mal gut. Das lief echt gut. Und jetzt kommen, ja, jetzt kommen sogar noch Loons aus der CB. Schnell Golem. So, und ich hätte jetzt wirklich gerne Lust auf was ganz Tolles im Bereich. Ja, das ist geil. Das ist hier so verkehrt gar nicht mal. Der King. Ah, ich weiß, mir rennt die Zeit sonst weg. Aber ich glaube. Ich glaube, dass mit dem. Ja, kommt hier, Leute, King rein, auch noch. Und dann hier jetzt einfach mal an einer Stelle total Spam. Schön die.
Heels vor. Ah, der war jetzt nicht so. Schade, Queen zu spät. Und da waren meine Schweine weg. Scheiße. Ah, Kacke. Ja, das war natürlich das Schlimmste, was passieren konnte, aber so ist es halt. Ah, Kacke. Ärgerlich. Ja, toll. Super, dann kriege ich hier noch 50%. Toll. Scheiße, alle Schweine weg. Ah, ich. Ja, dann gucken wir hier mal, dass wir hier noch wenigstens die paar Prozent hinkriegen. Dann darf Alexander wirklich aufräumen danach. Ärgerlich. Definitiv ärgerlich. So, hier King noch Ragen. Ah, weil wirklich der Anfang war so verkehrt nicht. Der war so verkehrt nicht. So, hier jetzt nochmal ein Heal rauf. Wird nicht viel bringen, aber dass der noch ein bisschen mehr hält. Echt krass, was der hier einstecken muss, beziehungsweise was der hier auch abbekommt. So, jetzt ist der down. 48. Dann sollten das hier noch ein paar kleine Prozent werden. Ich gucke gerade noch, wo ich was geschenkt kriege, aber. Doch, hier, ja klar, logisch. Ah, aber die Lager, das dauert so lange. Ah, das wird mir so. Also, ich habe noch drei. Oh, ich habe das nicht. Ah, ja, seht ihr mal, wie verpeilt das jetzt gerade war. Aber wenn ich jetzt auf die Lager alle gehe, das bringt, glaube ich, nichts. Armeelager. Kommt, Armeelager. Also, erstens war außerhalb der Range von der Kanone. Und außerdem halt schneller, weil ein Lager komme ich ja ewig nicht hin. Ja, super. Ein One-Star. Toll. Neuer Rekord. Kacke, ich muss da jetzt wirklich nochmal reingucken. Ja, wie? Genau. Ah. Ja, also, wie gesagt, CW-mäßig, ich bin halt wirklich keine Hilfe. Ich bin keine Hilfe, aber ganz ehrlich. So, also gucken wir nochmal. Also mit dem Golem war echt geil. Also mit dem Golem, das war nicht so verkehrt. Also der erste Bereich, muss ich sagen, den würde ich auch immer wieder so machen. So, Rage passt, das ganz klar. Auch die Mauerbrecher, finde ich, war vollkommen in Ordnung. Super durchgegangen, nicht zu viel gewastet oder sowas, passt. So, jetzt die CB, klar, kommt raus. Golli ist drin. Der Loon, der mir hätte gefährlich werden können, ein Mann frei hier passt, gegiftet. Und hier auch gegiftet. Also das war wirklich bis hierhin war nett. So, die kleinen Sachen, alles schön raus. King ist jetzt down. Ich drop mein King. Also beide Helden weg. Richtig cool. Und dann haben wir da so eine richtig schöne Schweineschlange. So eine richtig schöne. Da der Heal auch hätte besser sein können, auf jeden Fall. Da ist die Doppelriesenbombe. Aber da merke ich gerade, da wären sie mir ja eh hochgegangen. Ah, ja, da kann man natürlich dann noch nicht viel machen. Scheiße. Ah, ärgerlich. Auf jeden Fall, ganz klar. Aber ich dachte, es wäre nur eine Bombe sogar nur gewesen, dann wäre es ja noch mehr failhaft gewesen. Aber dann wären sie mir halt nicht down gegangen so schnell, klar. Dadurch war natürlich dann komplett Sense. Ah, das ist dann natürlich das Problem bei den Schweinen, ganz klar. Ach so, jetzt gucken wir nochmal ganz kurz in. Ja, immerhin, wir sind wieder vorne durch meinen Angriff. durch meinen Angriff. Aber guckt euch mal den an. Weil. Nova sagte noch kurz vorm Beginn des CWs, oh, hier, komm, ändere mal deine Base. Und ja, wie gesagt, die ist ja schon seit Ewigkeiten so, klar. Ich müsste mal gucken, ob ich eventuell die Mauern hätte noch ein bisschen anders hätte machen können. Also eine 9er Mauer mit einer 10er tauschen so. Aber ansonsten bin ich echt hier so ein bisschen zufrieden mit dem gesamten Thema hier, CB hier hinten. Dann möchte sie gelockt werden und dann. Kommt doch wieder alles anders. Ganz genau. Hier nämlich gelockt, weil man denkt, oh, naja, passt alles easy. Und dann kommt halt die Tesla raus. Und man denkt, okay. Damit hätte ich ja nicht gerechnet. Dann hat er seine ganze Sache so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, verworfen. Man muss aber dazu sagen, er hat die Queen nicht dabei. Ich gehe dann nochmal rauf, ob
er die Queen komplett am Schlafen hat, dass er die baut, oder ob er die einfach vergessen hat. Kann ja auch sein. So, ja, klar, hier klassisch, wir möchten mal die Truppen locken. Aber die hat er dann gar nicht gelockt. Guckt mal. Also hier, klar, wollte er halt den Drache killen. Hat aber den Nachteil gehabt, dass der Drache dann gar nicht mehr wollte. Und dann so ein bisschen mehr in die Base rein ist wieder. Hier kommen meine Bomben ins Spiel. Also die haben ordentlich den Golems auch schon Schaden gemacht. Das passt da. Also hier, Golli komplett weg. Genau, gar nichts mehr übrig. Und hier fängt er dann an mit Schweinchen. Genau, jetzt gucken wir uns den hinteren Teil hier mal an. Und da kommen auch wieder meine Skelette zum Spiel. Ist halt wirklich so. Die darf man halt nicht vernachlässigen. Echt. Guckt mal, also klar, der King ist natürlich da, aber guckt mal schön die Skelette hinterher. Und wir machen da mal. Und die sind ja auch flink. Also die sind ja jetzt nicht so langsam. Bam, 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 bam. Immer schön rauf, mitten in die Fresse rein. Und das geht ganz gut. Also da sind die Skelette schon ganz nice dabei. Und dann haben wir hier schön noch den Gegner, der sich dann noch auf die 50% gerettet hat, genauso wie ich mich natürlich auch gerade auch gerettet habe, auf die 50% bei ihm. Der wird sich auch denken, ja, ich habe ihn verkackt und jetzt verkackt der Guse war den auch. Also, wir haben uns beide nichts genommen. Also, es wiegt sich gegenseitig auf. Das war's erstmal zum ersten Angriff. Mal gucken, ob der zweite dann noch reinkommt. Den werde ich dann halt eben unten dann noch gucken, dass ich irgendwo einen Three-Star mache, klar. Also nicht in dem Bereich, weil das sind unsere. Aber ich glaube, hier unten war noch irgendwo was. Gucken wir dann halt, wie es läuft. Da lasse ich dann bis zum Ende laufen, denke ich mal. Und dann schauen wir, was da geht. Ja, so viel dazu. Also, Riesenbombe. Immer bedenken. Riesenbomben könnten da sein, die könnten den Schweinen eventuell ein bisschen den Arsch aufreißen. Da muss ich nochmal beim Zuschauer-LP ein bisschen vorbeigucken, wenn der immer noch am Schweinchen rumrennen schicken ist, wie auch immer. Und dann war's das. Haut mal rein, ich wünsche euch was. Ja, der Guso hat gefailt. Bis dann. Ciao, ciao.